Das heutige Thema ist, haben wir einen freien Willen? Das ist jetzt wieder in einer Diskussion aufgetaucht und ist immer wieder ganz interessant, die verschiedenen Meinungen zu sehen. Und es gibt darüber auch ganz viele Meinungen zu dem freien Willen. Man kann das von verschiedenen Seiten betrachten und wenn man eine Seite einnimmt, dann kann man auch zu dem Schluss kommen, ja, der hat recht. Der eine sagt, nein, wir haben keinen freien Willen. Der andere sagt, doch, ich habe einen freien Willen. Was nun? Haben wir einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen? Viele vertreten so die Meinung, dass alles vorherbestimmt ist, dass es gar nicht möglich ist, einen freien Willen zu haben. Das wird dann auch noch unterminiert von dem Balsika, den habe ich auch mal gelesen, der auch sagt, dass wir keinen freien Willen haben. Und er begründet es dadurch, dass wenn wir zum Beispiel einen Gedanken haben, sagen wir mal, wir gehen jetzt von rechts runtergehen, da kommt der Gedanke so, wir wollen jetzt die Straße rechts runtergehen. Und dann sagt der Balsika, dass dieser Gedanke, bevor der uns bewusst wurde, bereits da war. Das heißt, der Gedanke gibt schon an, bevor mir der bewusst wird, ob ich jetzt nach links oder rechts gehe. Oder ob ich eine gute Tat oder eine böse Tat vollbringe. Das heißt, wenn man diese Haltung jetzt einnimmt, die jetzt der Balsika, und auch, die wurde auch, ich habe da letztens auch ein Video darüber gesehen, kurz, dass es also sogar irgendwie schon wissenschaftlich belegt ist, dass die Gedanken, die uns bewusst werden, gar nicht von uns bestimmt werden können mehr, weil die schon fixiert sind. Danach hätten wir keinen freien Willen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wodurch sind unsere Gedanken fixiert worden? Dann hatte ich ja dieses hier, ich nehme mir das Shirt ganz gerne, das sollte man Neues machen. Naja, das ist so, wenn wir unseren Geist betrachten, hier unseren Geist, und hier oben ist dieses Bewusstsein, und wenn der Gedanke jetzt hier, dieser Gedanke, der uns noch nicht bewusst ist, schon bestimmt, ob ich nach links oder rechts gehe, klar, dann kommt er hier auf und hier kommt dann mein Bewusstsein. Tja gut, dann wird der Gedanke beinhaltet, nach rechts zu gehen, dann kann ich nur nach rechts gehen. Dann habe ich keinen freien Willen. Aber wodurch ist dieser Gedanke jetzt entstanden? Der Gedanke ist ja dadurch entstanden, weil ein Impuls von hier, an diesem äußersten Punkt hier unten, dass die Quelle der Gedanken im einheitlichen Feld, wo alle Gedanken aufsteigen, da kommt der Gedanke her und dann nimmt der von den entsprechenden Stress und Verspannungen, die wir in unserem Nervensystem haben, das ist ja eine Verbindung zwischen Geist und Körper, diese Verstressungen, die wir im Nervensystem haben, bewirken, dass unsere Gedanken entsprechend der Stresse, die wir haben, eine Verfärbung bekommen. Und das heißt, wenn hier jetzt ein reiner Gedanke auftaucht und mehr bewusst wird hier, dann hat er die Färbung von den Verspannungen und Stressen angenommen und erscheint uns dann hier zum Beispiel, ich gehe nach rechts. Da sehen irgendwelche Informationen oder eine Rotfärbung, dann erscheint der Gedanke rot und so. Das heißt also, danach ist es immer vorbestimmt, wie wir uns verhalten, wie wir uns bewegen, wie wir denken. Unser ganzes Denken ist ja bestimmt jetzt dadurch, weil wir hier noch Stressverspannung haben. Da kann man sich natürlich die nächste Frage stellen, ja, gut, wie sind die Stress und Verspannung dahin gekommen? Durch meine Handlungen. Und wenn man natürlich sagt jetzt wieder, ja, die Handlungen sind dadurch in Zustand gekommen, weil ich schon diesen Gedanken gehabt habe, nach rechts zu gehen, und daraus sind dann neue Gedanken entstanden und die haben dann vielleicht auch wieder Spuren in meinem Nervensystem hinterlassen und daraus entstehen wieder die neuen Gedanken. Also da kann man sich bis zum Ende des Lebens festbeißen und sagen, ja gut, ich habe keinen freien Willen. Stimmt vielleicht gewissermaßen auch. Aber wenn man jetzt nochmal weitergeht,
Wir sind Menschen und es heißt ja auch, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und wir können Gott ja nicht unterstellen, dass er keinen freien Willen hat. Gott hat den absoluten freien Willen. Der kann aus sich selbst alles hervorbringen, wie er es gerne möchte. Und wenn wir ein Ebenbild Gottes sind, dann müssen wir auch diesen freien Willen haben, aus uns selbst heraus zu schaffen. Warum sieht die Welt heute so aus, wie sie ist? Haben wir uns nicht da gegen den Willen Gottes verhalten? Oder sagen wir, Gott hat dieses ganze Chaos, was wir jetzt in der Welt erfahren und täglich erleben, wir brauchen ja nur die Nachrichten einschalten, was da alles passiert in der Welt. Der Waldbrand jetzt in Kanada, war das Gottes Wille, dass dieser große Waldbrand entstanden ist, wo viele Leute ihre Häuser verloren haben, obdachlos geworden sind, das ganze Leid oder das ganze Leid der Flüchtlinge, ist das Gottes Wille, dass das so ist? Oder haben wir uns doch dafür entschieden, gegen die Naturgesetze zu handeln? Also für mich ist es klar, dass Gott all diese Negativität, die wir heute in unserem Leben, in unserem eigenen Leben haben und auch in der Welt erkennen können, dass das nicht der Wille Gottes ist. Also für mich ist klar, dass also, wenn Fehler auftreten oder wenn Probleme auftreten im Leben, wenn Streitereien auftauchen, wenn Verletzungen auftreten, wenn Leute sich gegenseitig umbringen, wenn wir Kriege haben und so, das sehe ich nicht jetzt im Sinne, dass das von Gott geschieht, sondern das ist die Entscheidung von Gruppen, die das gleiche Bewusstsein haben, das gleiche negative Bewusstsein, wenn es jetzt zum Beispiel um Krieg geht oder um wie der IS das jetzt handhabt, um seinen Glauben zu rechtfertigen, dass sie im Glauben Leute umbringen. Die haben auch diesen festen Glauben, dass sie richtig handeln, bringen aber Leute dafür um. Das kann doch nicht im Sinne Gottes sein, dass wir uns gegenseitig umbringen und dennoch stolz darauf sind, dass wir im Namen Gottes handeln. Das kann es nicht sein. Also da sage ich doch einfach, da muss auch entgegen von Balsika und von dieser Logik her, dass wir da keinen freien Willen haben, da muss es irgendwo etwas geben, was uns bewirkt, doch gegen die Natur zu handeln. Also ich mache mir das nicht so kompliziert. Ich sage mir immer ganz einfach für mein Leben jetzt selbst, so, wenn ich im Fluss bin mit dem Leben, dann geht es mir gut. Wenn ich etwas mache, was gegen das Leben ist, dann passiert das, dass ich Krebs bekomme. Auch ja, ich habe ja auch hier, wie ihr sehen könnt, auch hier Krebs gehabt, schon wurde viermal operiert. Habe auch Darmkrebs gehabt und so. Habe verschiedene Sachen an Krebs gehabt, habe Unfälle gehabt. Da habe ich einfach Scheiße gebaut. Da habe ich Mist gebaut. Da habe ich Sachen gemacht. Ich will gar nicht sagen, dass es in diesem Leben passiert ist, dass es im früheren Leben war. Und da habe ich mich einfach für negative Sachen entschieden, die also gegen die Naturgesetze waren. Und die Natur reagiert darauf und dadurch habe ich die Probleme und das, was ich in diesem Leben erfahren habe, habe ich bekommen, um wieder einen Ausgleich zu schaffen. Das ist völlig in Ordnung, das ist total perfekt. Die Natur ist perfekt. Wenn ich Fehler mache, dann wird das wieder korrigiert. Wenn ich jetzt diese Fehler nicht machen würde, wenn ich mich also gegen Gott entschieden habe, wenn ich meinen freien Willen dafür benutze, um gegen Gott zu arbeiten oder gegen die Naturgesetze mich zu verhalten, dann habe ich meinen freien Willen missbraucht. Das heißt, ich habe Spielraum in meinen Entscheidungen, was ich tue. Ob ich jetzt links gehe oder rechts gehe, für mich ist das meine Entscheidung, wie ich gehe. Und ich gehe nach rechts, wenn ich das Gespür in mir habe, nach rechts zu gehen. Vielleicht gibt es auch so ein paar Informationen, die kommen auf mich zu, die sagen, du musst jetzt rechts gehen. Wenn ich nach Hamburg gehe und da ist ein Schild, zeigt nach rechts, dann fahre ich nicht nach links runter. Gut, das ist ein Wegweiser. Und so gibt es immer Wegweiser im Leben. Überall sind Wegweiser, die mir sagen, wie ich zu fahren habe oder wie ich zu gehen habe oder was ich zu sagen habe. Genauso, alles ist eigentlich geregelt durch die Naturgesetze. Nur, wenn ich gegen die Naturgesetze handle, dann habe ich auch meine Probleme an der Backe. Wenn wir mal zurückverfolgen, wenn wir einfach mal gucken,
zurückgehen, als die Schöpfung geschaffen wurde. Und dann Adam und Eva stehen ja mal da so als Beispiel, Adam und Eva nicht, die waren im Paradies, die waren in diesem Bewusstsein, was wir jetzt als einheitliches Feld oder dieses Glückseligkeitsbewusstsein oder wo wir sagen, so ich bin im Einheitsbewusstsein. Ich bin glücklich. Ich bin in diesem Einheitsbewusstsein. Und dann kam es ja dazu, was dann als Sündenfall betrachtet wird, und die arme Eva, die auch für die Frauen jetzt dasteht, die hat dann den Adam verführt, damit er in diesen Apfel, wo sie nicht hineinbeißen sollte, den sie nicht essen sollte, hat sie den Adam dazu verführt, den Apfel zu essen. Und dadurch sind sie aus dem Paradies gefallen. Das heißt, aus dieser Einheit, wo nur Glückseligkeit war, wo alles nur Harmonie ist, und das ist ja das, was wir auch anstreben jetzt wieder, dass wir wieder dahin kommen in dieses Paradies, wo Adam und Eva schon waren. Aber dadurch, dass sie diesen Fehler begangen haben, sagen wir mal Fehler, vielleicht ist es auch gar kein Fehler, ich sehe da keinen Fehler drin, das war auch perfekt, das war auch gut, aber dadurch sind sie in diese Dualität gekommen. Und die Dualität, da gibt es halt Plus und Minus. Und da ist natürlich auch dieses Leid, das geht es uns gut und da geht es uns schlecht. Und wenn wir jetzt gucken, das wird ja oftmals auch den Frauen, also die Eva steht für mich auch als die göttliche Mutter, die aus sich selbst, die Lakshmi, nicht, oder die Mother Divine, die aus sich selbst die ganze Schöpfung hervorbringt, steht auch für das reine Bewusstsein. Und der Mann, der bildet, wie das jetzt mit Shiva ist, das zum Beispiel Shiva wird auch dieses als Purusha, als dieses reine Bewusstsein betrachtet. Und auf dieser Grundlage arbeitet die Shakti, die alles hervorbringt, Mother Divine, die göttliche Mutter. Und die Frau hat jetzt den Shiva dazu gebracht, sagen wir mal, wenn wir Adam und Eva jetzt wieder gehen, dazu dann Fehler zu begehen. Und dadurch ist einfach die gesamte Schöpfung konnte erst dadurch entstehen, nicht durch den Fehler, ist kein Fehler, aber die ganze Dualität ist dadurch entstanden. Man kann sie auch sagen, dass die reine Intelligenz sich seiner Existenz bewusst geworden ist und dadurch ist die gesamte Schöpfung entstanden. Die reine Intelligenz, die bleibt, was sie ist, da gibt es keine Veränderung. Und jetzt das weibliche Prinzip, die Mother Divine, die Eva, die göttliche Mutter, aus der ist dann die gesamte Schöpfung hervorgegangen. Und durch diese Dualität, die dadurch entstanden ist, war es für die göttliche Mutter oder für das reine Bewusstsein oder für Gott möglich, sich selbst zu erkennen. Also auch darin, in diesem Sündenfall, ist nichts Verkehrtes gelaufen. Aber jetzt diese Frage, habe ich einen freien Willen? Ja, die Eva hat sich ja dafür entschieden, nicht? Dem Adam den Apfel zu geben. Und dadurch ist letztlich die ganze Dualität entstanden. Und dadurch konnte der Schöpfer, meinetwegen jetzt wieder Shiva, auf Shiva bezogen, oder Brahma, konnte sich dadurch selbst erkennen. Oder Gott, als oberste Instanz, der Zeuge, das Absolute, konnte sich ja vorher nicht erfahren. Aber durch diesen Sündenfall, sagen wir mal, wie ich das jetzt darauf beziehe, war es möglich, sich selbst zu erfahren. Also es war eine Notwendigkeit, damit die Schöpfung entstehen konnte. Und Gott hat uns den freien Willen gegeben, damit jeder aus sich selbst sein Umfeld kreieren kann. Guck mal, wenn du dein Leben betrachtest, was hast du? Du hast vielleicht eine Frau, du hast eine Freundin, du hast deine Kinder, du hast dein Auto, du hast dein Haus. Da war doch nicht niemand da, der hat gesagt, du musst das alles machen, so, du musst dir das alles anschaffen, dein eigenes Universum, so wird jetzt dir diktiert. Sondern nein, du hast dich selbst dafür entschieden. Du hast dich doch entschieden dafür, dass, wie dein Leben heute aussieht. Wie du damit umgegangen bist, jetzt mit deinem freien Willen, ob du zum Beispiel, wenn du dein Geld so bekommen hast, weil du,
weil du ein guter Mensch bist und hast gute Arbeiten verbracht und hast anderen Leuten auch geholfen durch deine Tätigkeit und so, nicht? Dann hat das natürlich auch eine Wirkung auf dein Leben und auf dein Leben deiner Familie, die ja mit dir ganz eng verbunden sind. Und das hat also eine positive Auswirkung. Wenn du mal zum Beispiel dein Geld so durch nicht gute Tätigkeiten, vielleicht mit Rauschgift oder durch Diebstahl oder durch andere kriminelle Geschichten besorgt hast, dann hat dieses Geld, deine Handlungen, auch keine guten Wirkungen auf dich. Und dann geht das wieder so nicht, dass es dir schlecht geht und all diese Probleme. Und dann hast du auch diese ganzen Stress und Verspannung, weil du gegen die Natur gehandelt hast, gegen die Naturgesetze gehandelt hast. Und dann passiert es natürlich wieder so, dass dein Geist, auch jetzt so angenommen, du hast ein Verbrechen begangen, so nicht, hast das Geld nicht auf redliche Art erworben, das gibt Stress im System. Kannst du mir sagen, was du willst? Da ist keiner, selbst der größte Verbrecher, der meint, dass er da drüber steht, so nicht, und dass die Natur da schon irgendwie regeln wird und er wird trotzdem Naturunterstützung haben und so nicht, gute Naturunterstützung, weil er da Fehler begangen hat, so nicht, und alles wird bestens verlaufen. Das hinterlässt einen Stress im Nervensystem, weil er etwas verkehrt gemacht hat. Und das geht uns auch so. Wir können uns vielleicht mal zeitweilig darüber erheben und sagen, oh nee, ich hab da was Blödes gemacht, das interessiert mich nicht, ich stehe da drüber. Das da drüber stehen bedeutet eigentlich nichts anderes, dass hier trotzdem etwas ist und du erhebst dich darüber. Deine Stress und Verspannung sind hier. Und das bewirkt dann wieder, dass wenn jetzt ein frischer Gedanke, ein guter Gedanke, ein göttlicher Gedanke, die Gedanken sind alle göttlich, die sind alle aus der göttlichen Quelle, hier aufsteigt, und du hast jetzt so diese Stressverspannung so angenommen, du hast jemanden bestohlen und du hast jetzt den Stress in dir, oh Gott, jetzt habe ich bestohlen. Das muss wieder ausgeglichen werden. Du musst es wieder gut machen. Und wenn das nicht durch eine Krankheit passiert, wie es bei mir viel passiert ist, geschieht, dann musst du es irgendwie durch Vergebung oder irgendwas musst du tun, damit die Naturgesetze wieder ins Gleichgewicht kommen und damit sie dich wieder in reiner Frische und Freude unterstützen können. Und das wollen die auch. Und das kommt ja hier aus diesem feinsten Bereich auf, dass die dann so den frischen Gedanken kommen. Aber wenn solange du diesen dein Diebstahl oder deine nicht guten Handlungen noch nicht balanciert hast, dann wird es immer dazu führen, dass du dann Stress hast, eine Verspannung. Und diese Verspannung ist auch hier in deinem Geist, weil wir haben eine Körper-Geist-Koordination. Das, was im Geist ist, passiert im Körper. Was im Körper passiert, passiert auch im Geist. Und das heißt, dein Geist wird also immer gefangen sein von dieser nicht unterstützenden Tätigkeit von den Naturgesetzen. Also nicht förderlich, das sind auch Naturgesetze. Wenn du ein Verbrechen begehst, sind das auch Naturgesetze, die da auch wirken, aber halt nicht förderliche Naturgesetze, nicht? Und das heißt, dieser Gedanke, wie der Balsik hat das jetzt ausgedrückt, ja, hier hast du ein Verbrechen begangen, angenommen, hier ist so ein dicker Stress, jetzt, das ist der dicke Stress, der ist jetzt hier, und da kommt der Gedanke auf, ich will irgendwas Kreatives machen, und dann kommt der Gedanke auf, ach, warum soll ich was Kreatives machen? Ich habe doch schon mal was geklaut und das ging einfach und ich wurde nicht erwischt und so nicht. Ist doch viel einfacher, warum soll ich da stundenlang oder Tag oder Jahre lang etwas Kreatives schaffen? Dann kann ich doch viel einfacher haben und knack vielleicht wieder eine Bank oder hol mir irgendwas Geld woanders her oder betrüge den Staat durch Steuerhinterziehung oder mach irgendetwas, was nicht im Einklang mit der Natur ist. Schwindelt meiner Partnerin was vor, dass ich kein Geld habe, vielleicht geht nicht Geld auf der Kante oder so, nicht, und Spaß damit, nicht, und deine Freundin oder deine Frau, die muss leiden, die Kinder leiden Hunger, nur damit du was auf der Kante hast, so, um deine Gefühle irgendwie, gute Gefühle zu haben, du hast was auf der Kante, das ist alles gegen die Natur. Und diese Verhaltensweise, die musst du irgendwann wieder balancieren. Du hast dich also dagegen entschieden, im Einklang mit der Natur zu handeln. Und das führt zwangsläufig dazu, dass du dieses gegen die Natur Handeln, dieses Handeln gegen die Natur, auf irgendeine Weise wieder balancieren musst. Wie ich gesagt habe, bei mir ist es halt durch Unfälle passiert oder durch Krebs und so, Hepatitis, alles habe ich gehabt. War auch kein sehr guter Mensch, denke ich mal, im früheren Leben. Und muss es jetzt balancieren und habe vieles balanciert und ich hoffe, ich bin da durch oder auch noch, vielleicht steht noch was vor der Tür, keine Ahnung. Das geht uns allen so. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Aber wir können sagen, das Leben ist perfekt. Und so verstehe ich das auch perfekt. Selbst wenn wir noch nicht erwacht sind, ist das Leben dennoch perfekt. Und selbst wenn ich ein Dieb bin und etwas geklaut habe, ist das Leben dennoch perfekt.
Der Dieb denkt nicht dran, dass er da einen großen Fehler gemacht hat. Vielleicht ist er ganz überzeugt, die anderen haben so viel Geld, die sind reich so nicht, und ich bin arm so nicht, und jetzt schaffe ich mal einen Ausgleich, nicht, mache mal die Konten bei denen ein bisschen leerer nicht so und die können das immer noch verkraften. So. Der Geist ist ja so raffiniert, das Ego nicht, ist so raffiniert und alles kann er erklären und alles wunderbar darstellen. Aber die Natur kann man nicht betrügen. Man kann die Natur nicht betrügen. Der Ausgleich findet irgendwann statt. Und das ganze Übel, das ganze Leid, was wir erfahren, ob es ein Waldbrand ist oder dies von den IS, was die machen soll, die werden auch ihre Quittung bekommen, alle. Oder das Dritte Reich, was da passiert ist, so nicht, und wo wir auch ein kollektives Bewusstsein haben, wo wir alle dran sind, alle dran beteiligt sind, das hat seine Auswirkungen. Ich war mal in Israel auf einem Projekt und habe dann auch in einer Familie gelebt, die auch Leute verloren haben durch das Regime von Hitler. Da habe ich doch gespürt, wie die auf mich reagiert haben. Obwohl ich ja nun wirklich nichts damit zu tun hatte. Aber dieses kollektive Bewusstsein ist da und daran habe ich auch dran zu knacken. Da hänge ich mit dran, hängt jeder mit dran, ist Deutscher, hängt da dran. Und wir können das nur bereinigen und ich konnte auch die Familie, die ich da besucht hatte, wo ich lebte, konnte ich gut stellen, einfach weil ich war immer positiv, war nett, war hilfsbereit und so. Und da haben sie von mir und auch dadurch auch für die Deutschen eine andere Sicht bekommen. Vorher war so viel Zurückhaltung und Skepsis mir gegenüber. Und das hat sich gelegt nach kurzer Zeit. Und da waren wir so in Liebe und wir waren so dicke Freunde zum Schluss, nicht? Als ich wieder gegangen bin, ich war ein paar Monate da. Aber das hat denn dazu geführt, nicht, dass wir in Liebe und Harmonie auseinandergegangen sind. Und ich denke, das hat auch dazu beigetragen, dass ihre Sicht, die auch ganz wichtig ist, wie andere Leute über uns denken und sehen, dass diese Sicht sich mehr zum Positiven geändert hat, den Deutschen gegenüber. Und so kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass auch dieses kollektive Bewusstsein, ob es nun so oft was vielfach ja auch sehr negativ ist, dass das sich zum Positiven wendet, indem er selbst versucht, so gut er kann, im Einklang mit der Natur zu sein. Und wir können uns davon nicht schützen, keine Fehler zu machen. Wir werden alle Fehler machen. Jeder macht jeden Tag Fehler, solange er nicht in diesem reinen Bewusstsein verankert ist. Dort, wo die Naturgesetze zu Hause sind. Erst dann sind wir fehlerfrei. Solange wir da nicht zu Hause sind, da können wir es bemühen und denken und alles Mögliche machen und fehlerfrei sein zu wollen. Wir können nicht fehlerfrei, solange wir nicht im Sein gegründet sind. Und wenn wir im Sein gegründet sind, dann sind wir im Einklang mit allen Naturgesetzen und die Naturgesetze sind für uns und mit uns und unterstützen uns bei all unseren Projekten, bei all unserem Tun, bei all unserem Denken, was wir machen. Und dadurch entsteht Freude, Glückseligkeit und Bliss, ohne auch selbst wenn wir gar nichts machen. Einfach wenn wir nur in diesem Seinzustand sind und still sind, nicht ruhig sind, sind wir glücklich. Aber das größere Glück haben wir, wenn wir tätig sind, weil dadurch wir uns noch besser erfahren können. Zu dem freien Willen jetzt, wenn wir erleuchtet sind. Also nochmal, meine Haltung ist grundsätzlich, jeder soll so gut handeln, wie er kann. Und selbst und wenn man das manche Dinge nicht vermeiden kann und doch so handeln muss, dass es nie anders geht, dann soll man es da auch leicht nehmen. Nicht, man hat es denn getan und das geht halt nicht anders. Und man kann die auch gar nicht. Also man kann ja nur entsprechend seines Bewusstseins richtig oder falsch handeln. Wenn das Bewusstsein nur auf dieser Ebene ist, dann kann man nicht erwarten, dass man 100% fehlerfrei handelt. Und wenn das mehr Bewusstsein ist, sagen wir, wir haben 50% von unserem Bewusstsein realisiert, dann ist es auch möglich für uns, erst dann ist es möglich, zu 50% im Einklang mit der Natur zu sein. Wenn wir hier das ganze Unbewusstsein, das heißt alle Stress und Verspannungen, beseitigt haben, dann ist es für uns möglich, völlig im Einklang mit der Natur zu sein. Vorher ist das gar nicht möglich. Wir können machen, was wir wollen. Wir können also nur soweit positiv und richtig mit der Natur sein, wie wir unser Bewusstsein in uns realisiert haben. Und das ist eine Realität und das ganze Getue, was ich immer wieder erfahre, auch in den Diskussionen, da nehmen die Leute, obwohl, und machen böse Bemerkungen,
negative Bemerkungen und man wird so, wenn man sich damit identifiziert, das ist gar nicht toll, dann wird man als Schwachsinniger hergestellt oder als Dummkopf dargestellt oder jemand, dass man völlig unwissend ist. Höre ich jeden Tag, aber es interessiert mich überhaupt nicht, weil jeder kann ja nur so sein, wie er ist. Und wenn jemand hier ist, auf diesem Bewusstseinsebene, dann muss man ihm das auch eingeräumen, dass er diese Art Negativität hat. Weil er kann ja gar nicht anders. Jeder kann doch nur so sein, wie er entsprechend seines Bewusstseins sein kann. Und wenn jemand kritisch ist und negativ ist, dann ist er so. Und dann entweder man kann ihn so akzeptieren und wenn es einem schmerzt, wie es ja auch gerade schmerzt, tut weh, wenn jemand negativ ist, dann, wenn man fühlt sich dann nicht gut, dann sollte man sich zurückziehen. Man kann jemanden auch nicht verändern ins Positive, indem man sagt, jetzt sag doch mal was anderes, sag doch mal was Positives, so nicht. Nein, der kann doch nur negativ sein, wenn er dieses Bewusstsein von Negativität hat. Und auch das, auch was ich vorhin sagte, wenn ihr zum Beispiel diese Stress- und Verspannungen da sind, und das drückt sich ja auch in dem Bewusstsein aus, denn und diese Gedanken, frischen Gedanken kommen auf, dann sind diese negativen Gedanken, also diese reinen Gedanken, die völlig frei sind, die göttlichen Gedanken, jeder hat göttliche Gedanken, die kommen, und aber dann die Verfärbung annehmen von unseren Konditionierungen, von unseren Traumata, von unseren Ängsten, die wir alle in uns haben, dann werden die Gedanken verfärbt und dann ist man hier einfach aggressiv, man ist wütend, man schnaubt vor sich hin und dann ist man kein Samapan. Nein, man lebt sich selbst, man lebt sich so, wie man gerade ist und das mache ich auch und das macht jeder andere auch und das müssen wir auch den anderen zugestehen und deshalb kann man jeden so akzeptieren, wie es ist, jeder ist so, wie er ist, in dem Sinne auch wieder perfekt, aber nicht von der Ebene des reinen Bewusstseins aus. Wenn jemand sich gegen die Natur verhält, ist er von der Ebene des reinen Bewusstseins nicht perfekt. Perfekt kannst du dann nur sein, wenn du wirklich immer, nicht nur vorübergehend, immer im Einklang mit den Naturgesetzen handelst. Und dann handelst du richtig. Jetzt komme ich nochmal zu den freien Willen. Wenn ich jetzt erwacht bin, erwacht heißt für mich, bis 24 Stunden bewusst, 24 Stunden wach, immer in deiner Präsenz, bist immer gegenwärtig, dann bist du erwacht und dann handelst du auch im Einklang mit der Natur. Und das heißt nach außen gesehen, dass man so handelt, dass man für sich handelt, dass es förderlich ist, für den Körper, für den Geist, aber auch, dass man so handelt, dass es für die Umgebung förderlich und gut ist und im Einklang mit der Natur. Das ist ein integriertes Leben. Alles andere, wenn man mal gut ist, mal schlecht ist, dann ist man diesen Up and Downs, also diese Auf und Ups, nicht so, in der Dualität gefangen, dann ist man überschattet von der Dualität, und dann bin ich heute mal ganz gut und so, und da bin ich wieder negativ und so, und das ist ja auch alles richtig, ich bin ja perfekt, ich bin ja erleuchtet, ich bin ja erwacht, ich darf das, das ist totaler Quatsch. Die Natur ist immer so evolutionär und förderlich, für den gesamten Kosmos. Und deshalb heißt es ja auch, wenn jemand das selbst realisiert ist, hat, das nennt Maharishi jetzt so, das fand ich auch ganz gut, das passt auch ganz gut, dann ist man im kosmischen Bewusstsein und dann ist die Verhaltensweise so, dass sie für den Kosmos gut ist. Das heißt, wir sind doch mit allen Teilen der Welt miteinander, ob wir es wissen oder nicht, verbunden und dann sind die Handlungen in diesem reinen Bewusstsein, wenn man erwacht ist, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit allem, was ist, mit all den einzelnen Teilchen. Das heißt nicht, dass man auch mal ein böses Wort sagt. Das ist genauso die Mutter, die muss ab und zu mal dem Kind auch einen Klaps geben. Das heißt nicht, dass es gegen die Natur ist. Wenn dieser Klaps jetzt förderlich ist für das Kind in seiner Entwicklung, manchmal muss es auch ein strenges Wort sein. Auch Meister, die hauen manchmal auf den Tisch. So aber da ist das so, die hauen auf den Tisch, damit die Schüler wach werden. Natürlich kann jetzt ein Unerwachter würde das jetzt alles so hinlegen und hinbiegen und sagen, ja, was der Erwachte ist und ich bin auch erwacht, so, obwohl er nicht erwacht ist, dass er sich das auch rausnimmt und sagt, ja, das ist alles richtig, was ich tue. Das wird er irgendwann sehen in seinem Leben, ob er wirklich richtig gehandelt hat, weil, was ich sagte, die Natur ist absolut gerecht. Da geht nichts unter. Alles wird registriert.
Und das ist Smriti. Das kann man in der vedischen Literatur nachlesen. Smriti. Lest euch die Literatur über Smriti durch. Da werdet ihr sehen, da wird das alles behandelt. Das ist die Memory und auch die ganzen Handlungen, nicht? The Law of Manu, nicht? Der beschreibt, wie sich die Handlungen auswirken, ob ich dies mache oder jenes mache, nicht? Wie sich das auf mich auswirkt. Und also ganz einfach gesagt, bin ich gut, kommt Gutes auf mich zurück, bin ich schlecht, kommt Schlechtes auf mich zurück, bin ich erwacht, ist das gleiche Gesetz, ist auch, aber ich kann nicht anders handeln, als wie es von der Natur vorgegeben wird. Und da ist es so ähnlich, da kann man jetzt sagen, ich habe keinen freien Willen, könnte man sagen. Aber, weil ein Erleuchteter, ein Erwachter, der handelt ja völlig im Einklang mit den Naturgesetzen. Das heißt, dein Wille ist mein Wille. Mein Wille ist dein Wille. Wie es in der Bibel heißt, nicht? Handel nach Gottes Willen. Das heißt, du kannst erst nach Gottes Willen handeln, wenn du im Einklang mit der Natur bist, wenn du dann selbst realisiert hast. Und dann handelst du im Einklang mit Gott oder du handelst im Einklang mit den Naturgesetzen, weil du da kannst nicht anders handeln. Da fließt bist du im Fluss mit der Natur. Du kommst gar nicht auf die Idee, etwas anderes zu machen. Ein Erleuchteter würde nie auf die Idee kommen, ein Verbrechen zu begehen, weil der doch, das kann er gar nicht, weil der ist so integriert mit der Natur, so im Fluss mit der Natur, da ist es ihm gar nicht möglich, etwas anderes zu machen, was nicht auch die Natur will. Und die Natur will keine Bank brechen. Oder andere Leute schädigen. Natürlich sind auch da Naturgesetze drin involviert. Wenn zum Beispiel der Wald abbrennt, jetzt Kanada, da sind Naturgesetze drin, aber da waren, ich will jetzt nicht den Leuten die Schuld geben, aber den Leuten, die das da passiert ist, die jetzt ihre Häuser verloren haben, die 20.000 Leute oder 20.000 Häuser, die da weggegangen sind, da haben die Leute auch was mit zu tun. Auch wenn das jetzt so ein kollektives Geschehen ist, auch jeder, der betroffen ist von diesem kollektiven Bewusstsein, wenn die davon betroffen sind, dann hat jeder etwas damit zu tun. Das hört sich grausam an, gerade wenn man davon betroffen ist, nicht? Aber selbst wenn man Krebs hat und so, ist man auch davon betroffen. So, nicht? Und da kann man auch nicht vorweglaufen. Nicht? Natürlich macht es keinen Sinn, zu jemandem zu sagen, ja, das ist deine Schuld, so, das mache ich auch nicht so. Nicht? Aber für mich ist es auch so, ich sehe mich da genauso. Als ich Krebs hatte, da habe ich auch gesehen, scheiße, ich habe irgendwas verbaut. Und das ist die Reaktion, die Natur, und da ist keine Ungerechtigkeit. Nicht? Also das passiert. Also jetzt zu dem freien Willen nochmal. Bin ich erleuchtet, bin ich erwacht, bin ich in dem Zustand von ich bin, handle ich völlig im Einklang mit der Natur und mein Wille ist dein Wille, aber ich bin noch frei. Ich bin doch, wenn man sagt, ich habe keinen freien Willen, das wäre ja ein totaler Widerspruch. Nein, ich bin völlig frei, wenn ich mein Selbst realisiert habe. Aber ich handle völlig im Einklang mit der Natur. Nur jemand, der jetzt von außen guckt, sagt, ja, du bist doch nicht frei. Nein, für jemanden, der erleuchtet ist, er ist völlig frei. Und der kann auch Naturgesetze handhaben. Zum Beispiel ein Apfelbaum, nicht? Da kommen nur Äpfel hervor, nicht? Wenn der das wollte, er hat die Freiheit, er könnte es auch machen, er macht es nicht. Warum soll er vom Apfelbaum zum Beispiel Birnen wachsen lassen? Aber er hätte die Möglichkeit, das zu tun. Ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein. Ich hatte 1978 einen schweren Verkehrsunfall. Und ich hing an der Herz-Lungen-Maschine, musste eine Dialyse. Und meine Mutter durfte mich nicht besuchen. Ich war isoliert von der ganzen Welt eigentlich. Meine Verlobte damals, die durfte zu mir kommen, war die Einzige, die auch diesen Unfall miterlebt hatte. Die hatte allerdings nicht so schwere Folgen, die war an einem Tag wieder fit. Und die war die Einzige, die zu mir kommen durfte, weil da so mehr dieser Bezug halt da war auch. Aber mein Leben war so wirklich so grenzwertig und die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr, dass ich durchkomme. Es war an sich von ärztlicher Seite, war ich abgeschrieben, das habe ich auch mitbekommen, weil ich dann, als sie operiert haben und so, da hing ich unter der Decke, bin aus dem Körper raus und habe das alles gesehen, habe auch diese ganzen Gespräche und alles, was da geführt wurde, konnte auch genau sagen, welcher Arzt was gesagt hatte, so, und wo der Arzt, die Ärzte im Raum verteilt waren, selbst auf dem Flur und so,
konnte alles sehen, so, das drückt nochmal aus, welche Möglichkeiten wir haben, so vom Bewusstsein nicht, fällt einer Möglichkeit nicht. Wir nutzen nur ein bisschen von unserem geistigen Potenzial nicht, und wenn wir mehr nutzen, nicht, dann können wir alles, so, was wir jetzt noch so beschränkt sehen, nur riechen, hören, schmecken und fühlen, da sind letztlich dann keine Grenzen mehr gesetzt. Wir haben dann diese Möglichkeit, alles zu sehen. Und ich bin auch immer wieder rein und raus aus dem Körper, so nicht, und raus war es, wenn ich draußen war, war es total schön, und wenn ich wieder zurück musste, dann waren die ganzen Schläuche da, so war ich eingeengt und so, grausam. Aber mein Leben war zu Ende, vom Jyotish, von der östlichen Astrologie, das haben also die Jyotishis, die Astrologen, gesehen und gesagt, also, da war ich 30 Jahre alt, und da sagten die eigentlich, das Leben wäre zu Ende gewesen für mich. Und aber mein Meister, Maharishi, wurde darüber informiert, und ich habe auch im Auftrag von Maharishi etwas erledigt. Ich hatte einen Kurs, eine große Weltfriedenskonferenz organisiert, in meiner Funktion als Akademieleiter und Leiter der deutschen Bewegung damals, so in Vertretung. Und da ist es daher passiert, dass ich diesen Unfall hatte, einen schweren Unfall, und dann eben dieses, was ich gerade sagte. Und deshalb, ich hatte vorher schon ganz viel Kontakt mit Maharishi, und bin auch so mit seinem Segen dann nach Fehmarn gefahren und dann auf dieser Insel in Norddeutschland, Ostsee. Und dann ist ja dieser Unfall passiert, und das wurde halt Maharishi erzählt von dem nationalen Leiter. Und auch meine Verlobte war eigentlich die Antreibende, dass das überhaupt weiterging, dass es zu Maharishi kam, meine Ex-Verlobte. Und dann hat Maharishi, als es wirklich am Ende war, hat er etwas gemacht. Da hat er, deshalb erzähle ich das nur, dass ein Meister, ein Erwachter, der auf der Ebene der Naturgesetze ist, der kann auch die Naturgesetze benutzen, um etwas Spezielles zu bewirken. Aber auch wieder im Einklang mit der Natur. Und so war es denn, dass Maharishi mir das Leben gerettet hat. Mein Körper flog in der Zeit so immer hin und her. Die Ärzte wussten nicht, was mit mir passierte. Und ich habe aber später so genau das nachvollziehen können, das war genau in der Zeit, dass Maharishi mit dem nationalen Leiter in Ritterstedt sprach. Und er dann so 20 Minuten so in die Stille ging. So. Er war so einfach ruhig bei sich, hat kein Wort gesagt. Und der nationale Leiter fragte mal, ja, Maharishi, bist du noch da? Und so, und sagte er, ja, yes, yes. Und dann nach 20 Minuten, 15, 20 Minuten, so hat mir das der nationale Leiter wiedergegeben, sagte er so dann, yes, everything is okay. Und von da ab haben sich meine Werte wieder verbessert. Und von da ab ging es wirklich bergauf. Und nach einer bestimmten Zeit musste ich auch nicht mehr in die künstliche Niere, in die Dialyse. Ich war auch in der Herz-Lungen-Maschine, weil meine Lunge eingefallen war. So, alles war kaputt bei mir, nicht? Die Milz war raus, nicht? Niere kaputt. Alles war kaputt. Und trotzdem, also rein von normalen Verlauf wäre ich gestorben. Aber der Meister hat jetzt seine Fähigkeit, seine Möglichkeit genutzt, um mir das Leben wieder zu schenken. Also ich bringe das jetzt, geht nicht so sehr um meine Geschichte, es geht doch um zu sagen, dass ein Meister und jemand, der jetzt im Zuhause ist mit der Natur, im Einklang mit der Natur, und da muss man auch im Einheitsbewusstsein sein und auch die Fähigkeit haben, dass man die Naturgesetze benutzt, dass man wie zum Beispiel von einem Birnbaum Äpfel wachsen lassen kann. Die Möglichkeit ist da, wenn dieses einheitliche Feld belebt ist, dann ist alles möglich. Und so wie es bei mir, wie ich es jetzt ganz konkret erfahren habe in meinem eigenen Leben, ist es also möglich für einen Erwachten, seinen freien Willen dazu benutzen, um die Naturgesetze, die einfach da sind für den gesamten Kosmos, auch entgegen, ich will nicht sagen entgegen, aber einfach die Gesetze, die da sind, zu nutzen, damit etwas ganz Spezielles passieren kann. Wie bei mir, dass mein Leben wieder weiter funktionieren konnte. So, ich hoffe, zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, wenn man nicht erwacht ist, wenn man noch nicht in diesem reinen Bewusstsein gegründet ist, da ist dieses Ping-Pong, da ist dieses Hin und Her, da ist die Dualität und da hat man auch keinen freien Willen, weil man sich mit den Naturgesetzen, sagen wir mal, keinen freien Willen, bestimmten freien Willen, in dem Maße, wie man auch so die Naturgesetze handhaben kann, also je nachdem, wie viel Bewusstsein da ist, so
dieses Ja und Nein. Aber wie bedingt, also es ist bedingt, nicht? Wie Balsiker das ja auch ausdrückt, so, nicht? Es ist schon bedingt, weil unsere vergangenen Taten dann eine Rolle mitspielen. Aber in gewissen Rahmen sind da, ist da ein freier Wille. Mache ich hier das mal so ausgedrückt, wenn zum Beispiel ein Hund an der Leine ist, der kann der sich im Rahmen der Leine frei bewegen. In dem Spielraum, wo die Leine ist, kann er sich bewegen und dann geht es nicht weiter. Das, über den Rahmen hinaus geht es nicht. Guck mal, jeder kann sich auch so sein eigenes Welt schaffen, das heißt seine eigene Welt, nicht? Aber die ist ja auch sehr begrenzt, nicht seine eigene Welt. Er kann nicht ein ganzes Universum schaffen, nicht so wie Gott das geschaffen hat. Nicht? Er ist begrenzt in seiner eigenen Welt und in diesem Rahmen ist ein gewisser freier Wille da. Und wenn man erwacht ist, da hat man den absolut freien Willen, aber man handelt völlig im Einklang mit der Natur. Und da, ich finde, dann sollte man nicht sagen, ja, der hat keinen freien Willen, weil er im Einklang mit der Natur. Nein, wie ich es jetzt gerade mit dem Beispiel gesehen habe, bei, wie Marische mir das Leben gerettet hat. Er hat ja den freien Willen, er kann alles machen, aber er braucht diesen freien Willen ja sich gar nicht nutzen, weil er völlig im Einklang, im Fluss mit der Natur ist. Anderes Beispiel, man ist im Fluss, ein fließender Fluss mit Ebbe und Flut, nicht, und dann fließt man einfach so mit dem Fluss, mit dem Leben. Wenn man noch unerleuchtet ist, dann hat man die Möglichkeit, auch gegen den Strom zu schwimmen. Was ja ganz viele Leute machen und deshalb haben die ganz Probleme an der Backe. Die strömen, die fließen gegen den Strom und dann haben sie Schwierigkeiten. Wenn sie jetzt mit dem Strom, jetzt wieder so mal ein bisschen mehr mit dem Strom schwimmen würden, dann würden sie sehen, dass in ihrem Leben das Leben leichter wird und das Leben erfüllender wird, sie glücklicher werden und viel mehr Freude im Leben haben. Je mehr wir gegen den Strom sind, das heißt gegen die Natur schwimmen, gegen die Naturgesetze uns verhalten, umso schwieriger, umso problematischer wird das Leben und die Unfälle und alles Mögliche, was wir dann so haben, so nicht, dass wir nicht mehr klar denken können und dass wir uns nicht wohlfühlen, ist einfach nur die Reaktion von der Natur, weil wir gegen den Strom schwimmen. Also diese Freiheit müssen wir manchmal teuer bezahlen, aber wir können es ja entscheiden. Wir können ja, so gut wie es können, nicht? Wie ich es vorhin sagte, nicht? Nur in dem Rahmen, wo es uns möglich ist, können wir uns ja frei entscheiden, dass wir dann versuchen, immer mehr ein besserer Mensch zu sein. Nicht? Besser in dem Sinne, dass ich mehr im Einklang mit der Natur handle, nicht? Im Einklang mit meiner Umgebung, mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und gucken, dass da, wo ich bin, dass die Leute glücklich werden und mich nicht so verhalte und mit Ausdrücken oder mit Formulierungen mich bewaffne, dass das Leben eingeschränkt wird und dass der andere sich nicht mehr wohlfühlen kann. Nicht? Das ist es doch nicht. Also ich denke, aber da kann ich auch nichts zu sagen. Nicht? Also das muss jeder selbst machen, da kann nur jeder bei sich selbst schauen. Nicht? Aber auch da sage ich, auch da ist die absolute Gerechtheit, deshalb muss man gar nicht in Widerstand gehen oder den anderen auch wieder beschimpfen oder auch ihm nichts Gutes wünschen. Nein, es ist immer gut, wenn man auf der guten Seite bleibt, im Positiven bleibt und immer mit dem, was man macht, so gut es geht, förderlich ist, unterstützend ist, hilfsbereit ist, so nicht. Und darauf reagiert die Natur nicht. So zum Schluss. So wie ich in den Wald hineinschreie, so kommt es auf mich zurück. Und das Naturgesetz ist für jedermann gültig, auch wenn man in höheren Bewusstseinszuständen ist, aber da passiert diese Negativität nicht, weil man im Einklang mit der Natur ist. Und noch hinaus, jetzt noch eine Idee mehr zum Abschluss, ein bisschen. Ein Erwachter, ein Erleuchter, der steht über den Naturgesetzen. Er steht über den Naturgesetzen. Er handelt und ist im Fluss mit den Naturgesetzen. Und das macht seine absolute Freiheit aus. Er steht drüber, er steht über den drei Gunas. Ich lasse das jetzt mal im Raum stehen. Kann man mal drüber nachdenken. Aber das, glaube ich, ist nochmal eine nette, gute Ergänzung zum Abschluss, zu dem ganzen Kapitel. Freier Wille. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich und hoffe, dass euch mein Video etwas gegeben hat. Und freue mich natürlich wieder auf eure Kommentare, eure Ergänzung. Ich bin offen dafür, können wir alles erzählen. So nicht? Ich verbiege mich nicht mehr. Früher habe ich mich verbogen und wollte es den anderen Leuten recht machen. Wenn ihr meine Videos verfolgt so, und auch meine Aussagen verfolgt, ihr werdet auch da eine klare Linie sehen, auch wenn ihr manchmal den Eindruck haben mögt, dass ich so springe. Ich springe manchmal so von dem
Unbewussten zum bewussten Zustand. Aber je nachdem, das hängt auch dann von euch ab. Aber auch da kann man überall meine klare Linie erkennen. Und wenn man trotzdem unklar ist, dann kann man auch in der vedischen Literatur lesen. Und ich bin auch überzeugt, dass ihr da zu meinen Aussagen keinen Widerspruch finden werdet. Oder schaut euch auch die Videos von Maharishi an, die finde ich auch total gut. Und ist ja auch mein Lehrer so nicht. Und jemand sagte mal kürzlich zu mir, ja, du sprichst ja wie Maharishi oder so. Und da sage ich, ja, das ist doch wunderbar. Oder er sagt, du wiederholst ja nur das, was Maharishi gesagt hat. Sag mich, das ist ja total toll, wenn ich das mache. So, und ich bin ganz glücklich. Oder jemand anders sagte zu mir, Mensch, Peter, du schreibst so und sprichst so Sachen aus. Was ist dann hoher Heiliger, einer der größten Philosophen, den es gibt? Sag ich, das ist ja wunderbar, wenn du das da drin erkennst. So, und das ist eine Bestätigung für mich. Oder auch, ich bedanke mich dafür, wenn du diese Aussage machst. So, nicht. Aber das heißt nicht für mich jetzt, dass ich das jetzt gelesen habe und das jetzt wortwörtlich wiedergebe. Nein, ich rede so, wie es mir gerade kommt und wie es mir Freude macht. Und wenn du das mit dir übereinstimmst, ist wunderbar. Und wenn du Zweifel hast, kannst du es auch gerne zum Ausdruck bringen. Und kannst aber auch in der vedischen Literatur nachlesen, weil in den Veden ist die absolute Wahrheit enthalten. Vorausgesetzt, sie ist in Sanskrit. Oder du hast einen Erleuchteten, der vom Erleuchtenzustand auch genau die Verse, die in Sanskrit sind, wiedergeben kann, von seinem erleuchteten Bewusstseinszustand. Andernfalls ist immer ein bisschen Gefahr, dass selbst diese vedische Literatur, die ja die höchste Wahrheit wiedergibt, also die Sprache Gottes, dass die auch durch das Bewusstsein von anderen, so die jetzt so auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene sind und die versuchen, das Beste daraus zu machen, dann spiegeln sie auch nur ihr Bewusstsein in dem wieder, was sie gesagt haben, in dem, was sie sagen. Und das ist dann nicht mehr dieses reine Wissen. Deshalb ist immer das Beste, wenn man im Sanskrit in der Originalfassung das hat. Okay, in dem Sinne, Jai Gurudev.